Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich mache jetzt erstmal ein Spiel. Wenn ich das gewinne, mache ich in der Aufnahme, also in der Session jetzt auch noch das zweite. Wenn nicht, dann mache ich das zweite morgen und schneide es dann wieder zusammen für euch. So. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch verliere, dann habe ich erstmal keinen Bock, noch ein zweites zu machen. Mal schauen. Langsam werde ich auch etwas müder. Mann, der letzte Gegner war auch nicht schlecht, aber war auf jeden Fall mehr drinne und unentschieden wäre verdient gewesen. Oh, wieder meine Pacer hat auch auf beide Stürmer Hunter. Ja, Vardy ist ziemlich schlecht, der wird auch nicht oft gespielt. Also, ziemlich schlecht, in Anführungsstrichen. Das ist mal ein interessanter Beginn. Hoffen wir, dass es so weitergeht. So nicht. Das ist eigentlich schon fast ein Foul, oder? Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz zusammenreißen, weil das war ein richtig beschissener Beginn von uns. Das war cool. Und das mit Khedira, Kapitän. Hätte ich sogar nochmal weiterleiten können auf Philippe Andersson. Passt auf, ganz oben rechts, das ist jetzt rechts. Hier in der Region, da hätte der ans freie Tor einschieben können, aber ist mir erst beim Abschluss dann aufgefallen. Und so geht's ja auch. Guter Beginn. Danke. Tolle Ballannahme, Philippe. Ja, ich muss ja mal anfangen. Ja, also das Tor habe ich mir natürlich zu 100% selbst zuzuschreiben. Ich schreie ja quasi danach, bitte schenkt mir einen ein. Muss man mal ein bisschen anders machen. Und unterbinden. Ja, ist klar, dass gelb ist.
Oh, gut verteidigt. Ich dachte, er geht wieder Aggro drauf. Was für eine Bombe von Icardi. Alter, was für eine Bombe. Was für eine Bombe. So, und jetzt nicht wieder Scheiße im eigenen Strafraum bauen, sondern die Scheiße rausklären. Ist auch geil, dass er gegen eine Betonwand quasi feiert. Da ist gar niemand. Ach du Gott, was für ein Ding. Krass, krass, krass. Sehr schön. Scheiße. Kurz den Torhüter rausgelockt. So, und jetzt machen wir nicht wieder den Mist. Das muss zu schnell machen. Oh, hat er ein Glück, hat er ein Glück, fuck. Oh, was ist los? Was ist los? Das hätte so geil werden können. Das Gegentor ist scheiße, das habe ich mir selbst zuzuschreiben, und wir hätten auch schon ein, zwei Tore mehr machen sollen, aber egal. Ich bin insgesamt ganz zufrieden, vor allem weil ich mich nicht aus der Ruhe habe bringen lassen von dem verursachten Gegentor. Ich überlege, ob ich auch sehr defensiv gehe gegen diesen pacigen Sturm. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ich brauche noch ein Tor. Na also. Ach ja, ich wollte mal gucken, was Schuhe putzen ist, aber das habe ich auch noch nie von irgendjemandem gesehen. Vielleicht gibt es das ja gar nicht mehr. Krasse Tore. Der von Icardi, aber auch der von Brozovic. Das ist eine geile Kameraperspektive und jetzt gehen wir mal auf der Defensive. Was? Ach, so ein
Idiot. Was soll ich da machen bei so einem eklatanten Fehler vom Außenverteidiger, der dann alles aufmacht und dann... Na, ist egal. Wir führen immer noch. Und das Lustige ist, er hat beide Tore, die er gemacht hat, nicht rausgespielt. Alter, wäre das unverdient. Das macht er leider gut. Auf den Sack gehen. Ich muss die Bälle echt rausklären. Ich musste schießen. Ich kann da nicht abbrechen. Das schaffe ich nicht. Die Ecke ist das Beste, was ich kriegen konnte. Den kann Caddy auch mal machen. Oh fuck, so knapp. Oh, so ein Lacker, wir waren schon wieder dran. Das war dumm von mir. Ich glaube, jetzt wechsle ich nicht mehr, oder? Da ist mir zu riskant. Komm, ich habe schon zu viel Scheiße gebaut in dem Spiel. Wir wechseln. Ich will auch nach dem Spiel kein weiteres machen. Ich bin zu unkonzentriert gerade. Ich merke, dass jetzt die Müdigkeit, die setzt gerade sehr ein. Es geht nicht.
Fuck. Das war aber richtig dumm. Oh, ich hab doch schon auf Pausen gedrückt. Da wollte ich natürlich nicht hinpassen. Das war's. Ich meine, es ist im Endeffekt auch verdient. Die Tore, die er geschossen hat, die waren ja nicht rausgespielt, aber es hätte doch anders ausgehen können, auf jeden Fall. Und ja, Icardi hat echt einen krassen Abschluss, aber der hat auch Positionsspiel und Abschluss hat er auch 99. Von daher, also mit Chemistry Style natürlich. Aber auch ohne hat er, glaube ich, schon 90 oder so. Es wäre halt geil, der hat leider nur Fernschüsse 72 und ich will halt, dass seine Fernschüsse geboostet werden und deswegen gebe ich ihm immer Maestro. Es wäre halt geil, wenn der auch gute Fernschüsse hätte, also einen guten Fernschusswert, damit ich ihm halt einen Chemistry Style geben kann mit Pace, weil ich würde gerne seine Pace verbessern. Aber Hunter ist komplett verschwendet, weil da halt so viele Punkte in die Schüsse gehen und nichts ins Dribbling. Also ich brauche halt auf jeden Fall Dribbling bei ihm. Also ich könnte ihm halt nur einen Chemistry Style geben wie Engine, was Pace, Dribbling und Pass verbessert, aber da ist halt kein Schuss drin, also er bräuchte eigentlich nahezu perfekte Abschlusswerte, damit ich halt nichts mehr in den Abschluss reinboosten kann und solange das halt nicht ist, muss ich ihm halt einen Chemistry Style geben, der Dribbling und Schuss verbessert. Und da Dead Eye verschwendet wäre, weil es nur ein Schuss geht, aber nicht in Fernschüsse und ich aber auf jeden Fall die Fernschüsse bei ihm boosten möchte, weil die nur 72 sind, muss ich ihm halt Maestro geben. Das macht plus 10 auf Fernschüsse. Icardi, zwei Tore, einmal Khedira, einmal Brozovic, Vorlagen. Was? Zwei Vorlagen, Icardi? Ach du Scheiße. Das heißt, er macht schon wieder 4 Scorerpunkte in einem Spiel. Okay, es war so dumm, Mertens zu spielen, statt Second In von Icardi. Es war einfach so dumm. So, dann werde ich wahrscheinlich morgen Nacht auch wieder eine kleine Nachtsession machen. Werde dafür versuchen, 5 Spiele zu machen. Dann haben wir noch 10 am Sonntag. Ach nee, ich habe jetzt schon... Ach ja, klar, es waren dann 19, jetzt habe ich 5 gemacht. Sehr geil, da hätte ich dann nur 9 am Sonntag, wenn ich nochmal 5 mache. Aber jetzt muss ich nochmal mir Icardi anschauen. Krass, 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 krass. Es ist soweit. Er hat mehr Scorer-Punkte als Spiele. 9 Spiele, 11 Tore, 7 Vorlagen. Vor allem, ich bin dumm. Es ist soweit, er hat mehr Scorer-Punkte als Spiele. Ich meine, doppelt so viele Scorer-Punkte wie Spiele. So ist es richtig. 18 Scorer-Punkte in 9 Spielen. Hier habt ihr nochmal seine Werte. Ach ja, genau, Stellungsspiel und Abschluss ist 94. Ah, Fernschuss ist 74, das ist halt das Problem hier. Und deswegen, ich muss Fernschuss halt boosten. Und deswegen musste ich ihm Maestro geben. Und der andere wäre halt verschwendet, weil sein Dribbling ist über 78. Das muss auf jeden Fall auch geboostet werden. Und so kriegt er halt mit Maestro plus 10 Dribbling. Kommt halt auf 88. Dann plus 10 Fernschüsse. Ich glaube plus 10 Schusskraft. Deswegen... Maestro ist schon am besten und hat den Vorteil, dass auch nochmal die Passwerte geboostet werden. Deswegen macht er auch gute Vorlagen. Das ist auch krass. 93 Kopfballpräzision, 98 Sprungkraft. Aber ich komme halt so gut wie nie mit zum Kopfball mit ihm. Ich könnte halt wieder in Zukunft mehr probieren, auf die kurze Ecke zu flanken, nach Ecken. Und hoffen, dass er sich da besser durchsetzt. Aber bisher war das halt immer nicht so. Von daher, naja...
diesem Sinne, ich werde es dann zusammenschneiden. Also ich hoffe, ich denke dran, dass ich dann noch ein Spiel mache und das mit dem hier zusammenschneide. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis und Insigne. 10, ja, da macht mehr als 0,3 Scorer-Punkte pro Spiel, also ist dann auch besser als El Shaarawy, hat glaube ich nicht so viel gehabt. Irgendwas mit 0,2 irgendwas. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. 75 Spiele, 18 Scorer-Punkte, 89 Spiele, 20. Ich guck mal, was der beste Sechser bei mir momentan ist. Das würde mich mal interessieren. 20 durch. Also was die Torgefahr angeht, das ist krass. Khedira macht 0,22 Scorer-Punkte. Das ist so viel, wie meine schlechten Außenmittelfeldspieler gehabt haben. Total crazy. Er hat 18 durch 75, da müsste der noch besser sein. 0,24. Ich glaube, Goretzka ist ziemlich schwach, was das angeht, ja. Der ist halt nach hinten ganz gut, aber nach vorne nicht wirklich. Moment, 3 durch 37. Ach du Scheiße. 3 durch 37 ist 0,08. So schlecht habe ich auch gar nicht gehabt. Nicht mal in jedem 10. Spiel macht er einen Scorerpunkt. Oh, Tolisso auch nicht so gut. Da ist irgendwie die Calcio A besser. 9, nee Quatsch, 8 durch 47. Sind immerhin noch 0,17. Also der macht in jedem 10. Spiel einen Scorerpunkt. Naja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ach nee, Quatsch, wenn ich dran denke, das zusammenzuschneiden, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Also bis gleich. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Ach nee, Quatsch. Das wird ja eine Aufnahme, die wir zusammenschneiden. Wir machen jetzt dieses eine Spiel und für euch sind es 2 Spiele. Und ja, genau, neuer Tag, neues Glück. Aber eine Aufnahme, von daher vergessen, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen jetzt einfach zum zweiten Spiel. Und ich werde wahrscheinlich wieder versuchen, in der Nacht-Session 5 Spiele zu machen. Und natürlich alle 5 gewinnen. Und dann können wir glücklich mit 9 Spielen und vielen Siegen in den Sonntag starten. Aber erstmal gucken, von Spiel zu Spiel denken. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir schon besser. Konzentrieren. Ich glaube, gestern haben wir 4 Spiele gewonnen und 1 verloren, wenn ich rechnen sollte, von den 5. Das war doch schon mal ein ganz guter Schnitt, aber ich will 5. Schneller Sturm. Ich glaube, ich gehe auf Defensiv. Ich glaube, ich werde bei solchen schnellen Stürmern in Zukunft immer auf Defensiv gehen. Am Anfang. Ja, wahrscheinlich aus 4-1-2-1 bestellen. Na? Hm? Ja, da ist es. 4-1-2-1-2. Dann mal los. Konzentrieren. Danke. Und, oh, du Scheiße. Ich dachte, der geht rein. Schade, der hat eigentlich einen starken Linken. Ja, Malenko hatte jetzt auch wieder in der Bundesliga für den BVB, also gegen Leverkusen gespielt haben, hat er auch wieder ein Tor gemacht mit seinen schwachen Rechten. Ja. Mal wenigstens noch die Ecke rausgeholt.
Ah, schade. Noch riskant. Schön gemacht mit Tolisso. Ich konnte nichts weiter machen als abschließen. Vielleicht hätte ich auf Reus passen können. Schade, das muss eigentlich ein Tor sein. Verstehe ich nicht. Aber es passiert irgendwie letzte Zeit ziemlich oft. Oder zu oft, sagen wir so. Es hätte ein Tor sein müssen. Vor allem mit Arangis. Oh, das wäre aber auch lucky gewesen, ey. Tja, es könnte jetzt auch schon 1-1 stehen. Ach, scheiße. Das war nicht gut von mir. Schade. Nächste große Chance wäre auch Angst, die er leider nicht macht. Schöner Pass. Krabbelt's, verdammt. Ach, im Gesicht. Scheiße. Geil gemacht von Schmelzer, ist natürlich ein ziemlich lacker Tor, ist auch überhaupt nicht verdient, aber das Sega ist nun 1-0. Das drehen wir das Spiel, der Gegner nicht so gut. Und wie gesagt, Schmelzer wieder Katastrophenspiel. Also hätte halt einfach mal nur den Fuß reinhalten müssen oder den Ball wegschmelzen.
So, da ist es doch. Mehr als verdient. War auch die dritte Chance noch angeht. Oder auch Zeit. War auch schlecht verteidigt von dem Spieler da. Da ist. Macht er den Weg frei. Abgesehen von dem Alu-Treffer vom Gegner hat man auch definitiv die besseren Chancen. So wollte sich nicht passen. Ich das gewusst hätte, was sich hindreht. Nice luck. Wollte ich nicht hinpassen. Ach, ja, mein Gott, keine Power mehr. Geile Tricks. Schade.
Ha. Komm schon. Wir müssen jetzt noch einen Turm haben. Erst einmal Abschlag für uns in dem Spiel. Oh, zum Glück daneben. 90. Wichtig. Solche Großchancen teilweise in dem Spiel haben sie nicht reingemacht. Richtig ärgerlich. Dann müssen wir es jetzt machen. Das war toll. Schmelzer wieder. Nice luck, nice, nice luck. Danke.
schon. Wenn es so ein Distanztreffer ist, scheiß drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Du Scheiße, was war das denn? Hundertprozentig versaut. Keine Ahnung, was da los war. Er hat's aber auch gemacht. Sehr geil. Scheiß Lacker mit seinem verfickten Jesus, ey. Aber gut, ich habe die hundertprozentige versaut. Ich muss mich selber in den Arsch beißen. Oh, fuck, Mann. Alter, ist das unverdient. Ich war hier klar der bessere Spieler. Ich darf ich nicht verlieren, das Spiel. Komm schon. Nur am Lacken. Krass. Tja, aber ein bisschen Eigenverdienst ist es auch zu revalieren werden. Definitiv. Ja. Egal, wie gesagt, das Tor ist egal. Das zählt nicht, nur das Vorgehende. Und ich hätte halt vorher schon 2-1 in Führung gehen können. Ach, ist das bitter, ey. Das kotzt mich schon wieder an. Bis zum nächsten Mal.